Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Geht hier gleich los. Der Mopsi hat das erste Signal plus Fund. Mal ein Signal? Na ja, kann man schon sagen Sichtfund. Da kann man wirklich sagen Sichtfund. Ah, ich sehe sie. Warte. Eine Spritze. Hier liegt eine Spritze. Und die liegt schon oberflächlich. Ah, ich brauche mal eine mit Glas. Kannst du von mir haben, ich habe hier noch. Echt? Ja, hier ist der Kolben, hier war natürlich Glasröhrchen dran. Ne? Vorne so eine Kanüle. Oh, das ist ein Riesending. Und dann kam der Onkel Doktor. Ja, eine Wehrmachtspritze. Das war bestimmt jedes Mal ein Highlight, wenn der Doktor ankam mit so einem Ding. Ja, heute mit am Start ist mein Sohn Paul. Moin. Ja, ist mal seit langem wieder mit. Amelie, unsere Kamerafrau, weiß ich nicht. Die wollte eigentlich, ist dann aber nicht mitgekommen. Da ist der Mike drin irgendwo und der Erik. Da hinten kommt Erik. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Nein. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter, wa? So Leute, mein erstes Signal oder zweites Signal ist ein Wehrmachtsknopf. So, hat das letzte Mal auch angefangen, wo das Verwundetenabzeichen da war. Ja, mal kurz weiter gucken, vielleicht hat er Glück. So Freunde, nächstes Signal ist glaube ich was. Und zwar haben wir hier, wenn mich nicht alles täuscht, ja, Winterhilfswerk, Schild, glaube ich hieß das Ding. Ihr habt ja mehrere, Schild und Axt und Pipapo. Nadel ist auch noch dran, wunderbar. Ja, ich bin hier schon eine Stunde rumgekreist, war eigentlich nichts gewesen, wollte schon los tappeln zum Auto. Dachte ich mir, gehst du einfach nochmal über den Hügel rüber und zack. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches, ich weiß, aber trotzdem, wenn man schon eine Weile nichts hatte, dann freut man sich doch. Ja. So Leute, wir treten langsam in die heiße Phase ein. Der Erik hat was. Ups. Jetzt haben wir ein schönes. Schulterklappe. Pickel kann ich schon erkennen. Oh. Ein bisschen weiter frei machen, also sie zerfällt ein bisschen, Erik. Ja, leider. Ja. Ich hoffe, ihr könntet erkennen, da. Mal kicken, vielleicht können wir gleich die Kamera anlassen. Erik seine Hose. Geht kaputt? Der Neige zu. Pfeifendeckel mit Deckel. Aber für den Wald reicht ja noch die Hose. Ja. Vor allem kann ich mir gut vorstellen, dass es im Sommer gut luftig ist, ne? Ja, das zieht die aber nicht mehr an. Das ist mir doch zu warm mit dem Ding. Das ist jetzt schon ganz schön los. Zieh doch denn die rote Jogginghose an. Ja. Eine rote. So, hier haben wir noch einen Teil von der Patronentasche. Ist da noch eine Stempelung drauf. Ich hoffe, das sieht man jetzt auf der Kamera. Weiß nicht, 1915. So, der nächste Fund ist so eine Art
IK1 an der Kette. Oder IK2, wie auch immer. Hatte ich auch noch nicht. Drain war mal. Ja. Ja, muss ich zu Hause sauber machen. Das will jetzt hier auch nicht unnötig dran rumrubbeln. Mal was zu Hause sauber mit Spray. Ich hab auch nichts bei. Irgendwie an Reinjahren, irgendwas. Geht eine Bürste. Ja, war auf jeden Fall ein kleiner Anhänger. Schönes Ding. Als nächstes haben wir noch so eine Art Eichenlaub mit der 25 drauf. Denke mal, das wird dazu gehören. Ja, also. Da sind aber noch Signale in dem Loch. Ich mache jetzt mal weiter und dann denke ich mal, sehen wir uns gleich wieder. So, da war noch was drin gewesen. Und zwar noch mal drei weitere EKs hier an der Kette. Moment, ist auch scharf. Ach, das, ich glaube, das nennt man Frackkettchen oder so. Hatte ich, ja, wie ich schon sagte, auch noch nicht. Geil. Ja Leute, man freut sich denn doch immer wieder, vor allen Dingen bei mir. Ich habe ja in der letzten Zeit überhaupt nichts gefunden oder fast gar nichts gefunden. Da waren ja immer nur die anderen gewesen, weil ich halt mit Film beschäftigt war. Und ja, und irgendwie, keine Ahnung, immer wenn ich die Kamera rausgeholt habe und einer hat was gefunden, und dann ja, wollte ich weitermachen mit Suchen und dann hatte der Nächste wieder was gefunden. Und so bin ich eigentlich nie irgendwie zum Suchen gekommen. Ja, aber jetzt, ja geil, da freut mich. Ja, das müssen wir zu Hause sauber machen. Ich habe jetzt hier kein Spray und will das auch nicht weiter zerstören irgendwie. Ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal weiter und sehen uns dann beim nächsten Fund. So, ein Fund. So, hier haben wir 93. Warte, ich muss das erstmal wegmachen hier. 93er Signal. Vielleicht ist es ja noch. Scheint noch gut zu sein. Sehen tut man hier leider nichts. Ist auch gleich unter der Oberfläche. Ach, eine Büchse oder so. Nee, das ist keine Büchse. Sieht aus wie eine Schnalle. Zeig mal. Ja, ist auch eine von der Gasmaske, glaube ich. Zeig mal. Ja, cool. Sieht schon aus wie so ein Foto, ha? So ein kleines Blechfoto. Ja. Okay, wir sehen uns beim nächsten Fund. So Leute, hier hatte ich ein Signal. Auch wieder mit dem Fuß weggeschossen. Und zack. Da liegt er. Paul holt ihn mal raus. Oh, versilbert er. Aber wirklich bloß versilbert. Hier ist schön Augen und Mund dran. Steht hinten was drauf? Drehen wir um? Nee. Drehen wir um? Da steht nichts. So. Ja, ist tatsächlich nur versilbert. Ja. Also einen richtig fetten Silberlöffel habe ich auch schon lange nicht mehr gefunden. So, des Weiteren, könnt ihr vielleicht sehen. Das war das Signal. Ach, die Bürste, Quatsch, die Tube.
Biox. Biox, okay. So, und wenn ihr sehen könnt, warte mal, ich film erstmal rein. Lied. Schön vorsichtig. Ja. Ah, geil. Eine Zahnbürste, vielleicht steht ja was drauf. Das wäre schön. Eigentum. Hier machst du mal ein bisschen sauber, Erich. Ne, steht nichts drauf. Ja, noch nicht. Kann man gut zum Saubermachen benutzen, wenn man. Ja, dann haben wir etwas neuere bei. Also, die nehmen wir dafür nicht. Was denkst du halt, wollen wir noch was machen? Na, die kommt in der Vitrine rein, sofern sie Moppe nicht haben möchte. Jo. Also Moppi. Moppi hat was. Deckel irgendwas hier. Auf jeden Fall scheint drauf zu stehen. So ein bisschen Bürsten hier. Das ist bestimmt für so ein Dingsdeckel, so ein für Spritzen und so was. Die sind doch mal so edelstahlig. Ja, ja, das ist dann. Und so was. Hier stand noch mal was drauf. Scheint mir jedenfalls. Hier war mal irgendeine Schrift drauf, aber. Oder was? Ist jetzt noch nicht zu deuten. Das stimmt, da unten. So, Freunde, wir haben hier ein Münzchen mitten auf dem Weg. Schauen wir mal. Ach, Rentendreck. Rentendreck. Aber wie flach, wa? Sieht aus wie neu. Schütteböen. Ein Rentenpfennig mitten auf dem Weg. Ja, ich gerade. Oh. Mike, du machst mir Angst. So, des Weiteren habe ich hier ein 50er. Ja. Also das heißt schon mal, dass man hier auf jeden Fall auf der richtigen Spur ist. Ich hatte jetzt hier noch, da sieht man es vielleicht, hat jetzt da noch zwei Rentenpfennige gehabt, damit wollte ich euch aber nicht penetrieren. Ja. So Leute, des Weiteren haben wir hier oberflächlich einen Gasmastentornister. Liegt aber schon ein paar Tage hier. Mist, der Deckel. Konsistenz ist nicht mehr ganz so prima.